Moin Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren FIFA Ultimate Team Video. Ich weiß, es kommt mittlerweile ziemlich oft, aber das ist so eine Übergangsphase zu dem nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht genau, was kommt, deshalb weiß ich auch noch nicht, wie lang diese Phase wird. Außerdem kommt Wild des Tots und ich muss gerade vorproduzieren für die Ferien. Also alle Videos, die ihr in den Osterferien bisher gesehen habt, sind vorproduziert, weil ich verreise. Ich nehme das Video am Sonntag, dem 10.04. auf. Das heißt, gestern hat Union das Derby 4:1 gewonnen. Das war besser als erwartet. Haraguchi hat auch ein Kopfballtor gemacht und ein Träumchen. Der kriegt auch ein Upgrade dann, ich glaube, heute Abend oder so. 19 Uhr, es ist gerade 17.55 Uhr, also dauert auch nicht mehr lang. Und wir spielen einfach ein gechillten paar Spiele. Ich habe gleich auch noch einen weiteren Aufnahmetermin. Das Video kommt auch bald. Ja, gutes Team. Stark, perfekt gelingt mit Cancelo und Diaz. Also echt extrem schlau gelingt, auch mit Fekir, Benzema und Kamavinga, dass man da den Franzosen-Link für Kanté auspackt. Tatsächlich war kein Spieler von dem overlinked. Die waren alle genau auf 10, soweit ich das richtig gesehen habe. Obwohl, nee, Vinicius war overlinked. Caligiuri auf Eto'o. Dreht sich doch in die andere Richtung. Eto'o, endlich das 1:0. Wir sind ganz klar überlegen. Und jetzt zahlt es sich aus. Zur Halbzeit führen wir 1:0. Und die erwarteten Tore sind 0,4:3,6. Also die angesprochene Überlegenheit spiegelt sich auch in den Statistiken wieder. Jetzt müssen wir nur noch die Tore machen. Und jetzt Vinicius Junior. Mann, dass der Gegner dann so unterlegen ist und durch so ein Kacktor in Führung gerät. Das ist so unverdient. Jetzt ist Vinicius aber allein durch. Vinicius! Eto'o! Direkt das 2:1. Genau so muss man reagieren. Genau so. Vor allem, wenn man die überlegene Mannschaft ist. Genauso hat es Union auch gestern im Derby gemacht. Haben das Gegentor kassiert und 3 Minuten oder 5 Minuten später haben die auch direkt wieder die erneute 2:1-Führung gemacht. Und die waren auch extrem überlegen. Haji, der schickt Sterling, der ist ganz allein durch. Sterling! Sterling zieht ab! Sterling Pfosten! Und! Wow! Das musst du auch erstmal schaffen. 2 so Chancen zu verkacken, Sterling. Super. Neymar! Wie kann der denn so frei da zum Schuss kommen? Das frage ich mich. Also wenn so ein Ball dann auch noch drin ist, dann verliere ich langsam wirklich den Glauben. Aber zum Glück kriegt Leitstehen da irgendwie rausgefischt. Sterling! Vinicius! Alleine durch! Vinicius! Ja! 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 89. Und da war ganz, ganz viel Glück dabei. Hier, dass der da durchkommt. Aber am Ende war es auch einfach können. Hi! Und am Ende war es auch einfach verdient, muss man dazu sagen. Wir sind das ganze Spiel überlegen. Wenn das kein Sieg geworden wäre, dann wäre das echt doof gewesen. Also noch ist der Sieg ja noch nicht fest. Wir sollten aufpassen. Genau deshalb. Trapp. Oi, oi, oi. Ja, niemals zu sicher sein, dass es ein Sieg wird. Das ist eine wichtige Regel in FIFA. Das Spiel ist erst vorbei, wenn es abgepfiffen ist. Cancelo gegen Neymar. Und jetzt Haji in die Mitte. Was? Also, ihr habt es ja auch gesehen, ne? Hey, da haben wir aber nochmal Glück gehabt in der letzten Spielminute. Die erwarteten Tore sind 2,5:6,3. Also sehr verdienter Sieg, auch wenn wir am Ende noch fast nicht gewonnen hätten. Eieiei. Das war nochmal ein Schrecken, das tut meinem Herz nicht gut. Das sage ich euch. Aber letztendlich ist ja alles gut gegangen. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, steige ich in Division 2 auf. Das wäre auch nochmal eine tolle Leistung für diese Folge. Let's go! Also wenn wir genauso viel Glück in Anführungszeichen haben wie im letzten Spiel, dann wird das was. Schönes Team vom Gegner. Diesen Alessandrini spielt halt nicht jeder, aber viele Offcam. Alessandrini ist nicht full, Llorente ist nicht full und Neymar ist nicht full. Also klar, bei mir sind auch viele nicht full, aber bei mir wären alle full, wenn die auf der richtigen Position wären. Oh oh, Ben Yedda! Das sieht ja sehr danach aus, als hätten wir nicht das Glück aus dem letzten Spiel. Jetzt ist mein Mikrofon hier locker, das muss ich mal kurz wieder feststellen. Leitsch mit dem Eigentor in der ersten Minute. Also stellt euch mal vor, das wäre ein echtes Spiel. Der hätte doch so ein schlechtes Gefühl. Caligiuri auf Vinicius, der ist durch! Ja! Direkt die Antwort, 5. Minute, 1:1. Alessandrini im Strafraum, Alessandrini, der kann auch mal abziehen, Alessandrini. Und Glück gehabt. Ben Yedda auf Außen, Neymar gegen Trapp, nochmal und Pavard auf der Linie.
Sehr geil. Und jetzt Alessandrini gegen Leitsch. Alessandrini gegen alle. Alessandrini auch gegen Trapp. Ah! Vinicius. 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 Ja! Und wieder direkt im ersten Angriff. Wie auch beim letzten Mal und wie auch im letzten Spiel. Ja! 2-2. Zur Halbzeit steht es 2-2. Und die erwarteten Tore sind klar beim Gegner. Das sehe ich so gar nicht in diesem Spiel. So, jetzt Ben Yedda im Laufduell mit Joao Cancelo. Hat leichten Vorsprung, aber Cancelo ist schneller. Und Ben Yedda hat den Ball. Neymar. Neymar! Und da ist es. Und jetzt Alessandrini gegen Süle. Ben Yedda. Gegen Leitsch. Ben Yedda kommt durch und Ben Yedda mit dem 4-2. So langsam werde ich ein bisschen wütend, weil meine Abwehr absolut abwesend ist. Caligiuri schickt Eto'o auf die lange Reise. Eto'o und Lafont. Wahrscheinlich macht Eto'o den so flach, dass Lafont den so einfach aus der Luft kriegt. Also so lächerlich. Gelson-Martins. Gelson-Martins, super Drehung, 5-2. Und die 69. Minute passt schon ziemlich gut, weil der hat uns gerade richtig gefickt. Vinicius, gutes Dribbling und klares Abseits von Eto'o. Aus ist das Spiel, 5-2 der Endstand. Schade, war viel, viel mehr drin. Aber ich habe auch einfach scheiße gespielt am Ende. Auch wenn ich die ganze Zeit im Angriff war. Ich kam irgendwie nicht durch. Ja, damit sind wir wieder weiter entfernt von Division 2. Aber wenigstens haben wir heute den ersten Sieg geholt. Somit habe ich schon mal diese ersten Teil-Rewards da sicher. Mehr werde ich auch diese Woche nicht erreichen, weil ich, wie gesagt, verreise. Und dann kommt da nicht mehr viel FIFA-Zeit dazu. In dieser Woche würde ich so behaupten. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao.